Recht herzlich willkommen zur 129. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind unterwegs mit unseren Truppen. Ne, sind wir nicht unterwegs. Wir haben die nur hier. Eine Hungersnot. Wir haben die letztens noch zurückgezogen. Diese Stadt hatten wir erobert. Und jetzt geht es darum, dass wir eigentlich wieder zu Kräften kommen und eigentlich dann hier Sofia als nächstes nehmen. Würde ich auch gerne machen. Geld 330.000. Achso, wir könnten gerade noch einen Händler suchen, der uns die neue Stadt dann anbindet. Ja, das ist doch hier schon mal die Möglichkeit. Dann würde ich den letzten Schritt wegmachen. Oh, wo geht denn der lang? Okay. Dann sollte er da lang gehen. Kann dann da lang, geht nochmal da lang, dort lang. Okay, dann ist ein Weg jetzt hier falsch gewählt. Machen wir mal so, geht hier lang, geht da lang, geht da lang, geht da lang, geht zurück und geht da lang, ja, und machen wir so, oder? Oder erst hier lang und dann da lang. Können wir auch machen. Zack. Route aktiviert, ja. Wo ist er? Ich glaube, der ist es, ne? Ja, Burgomiljoric. So, damit ist die Stadt dann auch versorgt, dass da einer reingeht. Jetzt wäre die Frage, ob wir noch einen zweiten dazu holen. Wo läuft der lang? Da oben. Ist ja auch noch Händler, die sich hier unten bewegen. Dieses hier passiert gar nicht, oder wie sehe ich das? Sind hier überhaupt Händler unterwegs? Ich sehe gerade keinen. Ach da. Händler in der Stadt. Dieser Händler wird zurzeit Monell gesteuert. Sehr interessant. Deswegen klappt das auch so gut, oder wie? Und los geht die Tour. Na toll. Na, jetzt laufen sie auf jeden Fall, ne? Auf geht's! Den schicken wir mal darüber. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Einheiten sehen. Die sind schon alle fit. Die gehe ich auch von. Ne, noch nicht mal. Ja, dann marschieren die mal dahin und die marschieren dahin. Wechseln wir die mal gerade aus. Gut, und dann können die sich hier heilen. In der Hoffnung, ja, das machen sie auch, das ist super. Und die schicken wir dann gleich nach unten. Das lassen wir da so, das passt dann schon. Diese hier gehen erstmal dann nach Sofia gucken, was da so los ist, ne? Was wir da machen können. Okay, der Händler läuft von da nach da unten runter. Na, der hat auch einen weiten Weg. Wir wurden geplündert. Okay. Der läuft noch da. Hm. Passt schon. Die sind gleich heile. Dann können wir auf Sofia mal gehen. Mal gucken, was geht oder nicht geht, ne? Wir wurden geplündert. Wo? Da. Und da. Jetzt haben wir keine Einheit hier in der Gegend, ne? So ein Reiter wäre jetzt schön, wenn der schneller da wäre, ne? Kein einziger Reiter mehr unterwegs.
Waren die zu teuer? Könnte sein, ne? Lass mal gerade hier hin hingehen. Gucken, wo wir da Geld abholen können. Hier geht doch was, oder? Der läuft daher. Ist nicht der schnellste, ne? Ist gebongt. 5000 Uhr? Könnte mehr sein, ne? Wo ist denn das zweite Ding hergekommen? Ne, war nix hier, ne? Ach da, okay. Sicher. Jawohl! Ist gebongt! Hier hinten wurden die geplündert. Auf geht's! Wo denn? Hier ist doch gar nichts zum Plündern. Ah, doch. Da. Sicher! Okay, das ist ja nicht wirklich gelohnt, ne? Ist gebongt! Jawoll! Ist gebongt! Nee, hier ist nirgends sowas. Doch, da. Oh, hier sind mehrere Warenhaufen. Machen wir! Okay, ein bisschen Geld gab das jetzt mal zusammen. Jawoll! Da ist auch noch einer. Okay. Ist gebongt. Ein paar Taler waren das, ne? Hier sind sie, die Bären los. Sicher. Ja, das verlieren wir dann wohl, oder? Obwohl. Vielleicht auch nicht. Könnte klappen, dass wir die Bären auch schlagen. Sollten wir vielleicht erst wieder auffüllen gehen dann, ne? Da waren ja nochmal welche, oder? Ah, jetzt ist die zweite Truppe dran, ne? Alles klar. Und jetzt sehen wir gerade schlecht aus, oder wie sehe ich das? Na super. Jetzt hauen uns die Bären weg. Aber auch nicht so schnell hin, dass die noch uns helfen. Von oben welche runterziehen ist genauso langsam, glaube ich, oder? Hilft uns auch nicht weiter. Hier sind ja keine Truppen jetzt. Bis die da sind. Nee, das brauchen wir gar nicht versuchen, glaube ich. Den lassen wir da stehen und die da unten kämpfen alleine. Kaputt sind sie noch nicht. Oh, 7 da, die sich wacker schlagen. Und dann war's das. Die Bären sind los. Das dauert dann ewig, ne? Ja, gut. Truppen dürften fertig sein. Und mit denen gucken wir mal hier gerade vorbei. Schauen, was da los ist. Nur erstmal einen kleinen Kontakt finden. Ein paar Einheiten verlieren, damit wir mehr Geld sammeln können. Schauen wir mal, ne? Auf geht's! Also, die kommen von zwei Seiten, alles klar. Okay, die sind schon schwer beschäftigt mit einem. Auf geht's! Gut. Zack, greifen wir mal an. Machen wir. Und da kommen schon ein paar Einheiten raus. Wir sind aber ja noch in der Überzahl. Jetzt gleich nicht mehr. Oder? Oh doch. Na. Hält sich die Waage.
Wir sind besser. Ja. Er ist ziemlich schwach drauf, kann er sein. Wir greifen auch gleichzeitig die Stadt an und die ist gar nicht so gut geschützt. Da geht was. Da geht was. Dann würde ich mal sagen, holen wir den noch dabei. Machen wir. Auf geht's. Zwei Einheiten dazu bitte. Die kommt da auch runter. Auf geht's. Und dann holen wir uns Sophia wieder. Hm? Kann das ganz schnell gehen hier, oder wie sehe ich das? Wir haben letztens welche mit 50.000 gehabt, ne? Und jetzt nur 12. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer dann. Vielleicht kriegen wir das hier doch noch ganz schnell eingenommen. Naja. Ist die Reiterei da unten fertig? Wo war denn das? Hier war das. Da ist er. Wir reiten los! Aufsetzen! Okay, da sind wir jetzt nicht schnell genug weggekommen. Ich weiß nicht, ob wir die Bären schlagen. Nee, die schlagen wir nicht. Die verlieren wir wieder. So gut wie da. Truppe befindet sich im Kampf. Flucht. Ja, hau doch mal ab. Ich glaube, die sind komplett. Ne, da sind sie. Ich weiß nicht, ob sie sich in der Stadt erholen können. Das ist eine andere Frage. So gut wie da. Kommen wir aber hin, ne, oder? Ja, das geht. Gut, dann schauen wir mal schnell nach oben nach Sophia einmal. Ne, da sind wir schon zu nerd. Ja, und das rasselt ganz gut runter, ne? Jetzt sind wir schon bei 10.000. Okay, das ist was. Ja, dann würde ich aber auch sagen, machen wir hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.